Amazon zeigt nach langer Seitwärts- und Abwärtsphase endlich wieder Zeichen für einen Anstieg. Grund genug, dass wir uns die Aktie mal etwas genauer anschauen. Und daher machen wir heute nach über anderthalb Jahren mal wieder ein Update zur Amazon-Aktienanalyse. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und ich helfe Menschen dabei, ihr Kapital langfristig und sicher an der Börse zu investieren. Und zu dem Zweck hatten wir uns natürlich auch schon mal Amazon angeschaut, ob das eine Investition sein kann, die in diesen Bereich fällt. Und die letzte Aktienanalyse ist tatsächlich aus dem Januar 2021, also schon anderthalb Jahre her mittlerweile. Und seitdem hat sich ja doch einiges getan, auch wenn der Aktienkurs gar nicht so weit gekommen ist, gab eine lange Seitwärts- und Abwärtsphase. Aber zuletzt gab es eben positive Signale und das dürfte euch wahrscheinlich auch dazu bewogen haben, jetzt hier für das Update zu Amazon abzustimmen. Wie immer, die Amazon bzw. die Abstimmung in der YouTube-Community läuft immer von samstags bis dienstags. Da könnt ihr abstimmen, was ich mir als nächstes genauer anschauen soll. Diesmal war es eben das Amazon-Update. Also schauen wir uns heute mal an, was hat sich denn so in den letzten anderthalb Jahren bei Amazon getan. Wer ein bisschen tiefer einsteigen will, in was Amazon genau macht, wie sie ihr Geld verdienen, der kann sich gerne auch die alte Aktienanalyse anschauen. Die geht nochmal ein bisschen mehr ins Detail. Verlinke ich gerne auch hier oben, könnt ihr euch mal anschauen. Da geht es mehr dann darum, was das Unternehmen so macht. Und ihr könnt auch mal ein bisschen schauen, was habe ich denn damals schon über das Unternehmen gesagt. Aber darauf werden wir natürlich auch heute eingehen, um ein bisschen zu gucken, was hat sich denn entwickelt, nachdem die Aktienanalyse damals dann veröffentlicht worden ist. Wenn wir mal gucken auf den langfristigen Chart des Unternehmens, dann sehen wir, dass sich das wirklich auch rentiert hat, in die Aktie zu investieren. Auch wenn es hier mal zu Dotcom-Crash-Zeiten tatsächlich mal vom Hochpunkt bis zum Tiefpunkt um die 95% nach unten gegangen ist, also schon fast ein Totalverlust, den man mit der Aktie damals in der Dotcom-Zeit erlebt hätte. Glücklicherweise hat Amazon dann aber hier die Kurve gekriegt und allein in den letzten 10 Jahren hätte man 10.000 Euro investiert, hätte man nochmal 112.000 Euro an Kursgewinnen erzielt, über 1.100% Rendite oder aufs Jahr knapp 29%. Und das ist natürlich schon absolut ordentlich. Und das auch, obwohl es eigentlich die letzten anderthalb Jahre, 2 Jahre nur zur Seite oder sogar bergab gegangen ist, was aber tatsächlich für Amazon gar nicht so untypisch ist, dass sie mal so längere Seitwärtsphasen haben, bevor sie dann ausbrechen. Wobei man auch sagen muss, das war jetzt schon eine der längeren Seitwärtsphasen. Auch hier gab es mal eine so vor der Finanzkrise, als es dann einen Ausbruch gab. Auch hier ging es mal länger seitlich bergab. Ansonsten ging es hier schon häufiger mal zur Seite, bevor dann der nächste Ausbruch kam. Aber den Chart gucken wir uns später noch mal ein bisschen genauer an. Was hat sich seit der letzten Aktienanalyse wesentlich geändert beim Konzern? Naja, eine ganz große Sache. Ein neuer CEO, Andy Jassy, sein Name. Er ist seit Juli 2021 der Nachfolger vom Gründer Jeff Bezos, der das Unternehmen nicht verlassen hat. Er ist immer noch im Aufsichtsrat, immer noch der größte Einzelaktionär, gucken wir uns gleich an. Aber er hier hat sozusagen seinen Posten als Chef von Amazon Web Services, also dem Cloud-Spartenbereich von Amazon, abgegeben und eben den CEO-Posten übernommen. Dem Aktienkurs hat es bisher noch nicht ganz so gut getan, aber das lag natürlich auch in der Gesamtsituation, muss man auch dazu sagen. Aber wir werden sehen, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Allzu viel vernehmen wir von ihm noch nicht, auch wenn es in letzter Zeit durchaus ein paar Änderungen gegeben hat. Im Konzern kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Er hält persönlich 0,02% der Anteile, klingt nach nicht viel, ist auch verhältnismäßig wenig. Ein paar Millionen sind es trotzdem. Der größte Anteilseigner nach wie vor ist hier Jeff Bezos. 9,8% von Amazon gehören ihm, machen ungefähr 139 Milliarden nach aktuellem Stand aus. Er hat zwar in letzter Zeit immer mal wieder seine Aktienpositionen reduziert, ist jetzt aber nichts Negatives in dem Sinne, hat jetzt nichts damit zu tun, zumindest nach meinem Verständnis, dass er Amazon nicht mehr Zukunftspotenzial zuspricht, sondern hat dann einfach auch damit zu tun, dass er andere Projekte wie zum Beispiel Blue Origin, seine Weltraumraketenfirma, mit der er Elon Musk Konkurrenz macht und SpaceX und auch Weltraumtouristikflüge anbietet, das muss natürlich irgendwie finanziert werden und dazu zapft man natürlich den größten Topf an, den es so gibt. Ansonsten die üblichen Verdächtigen, Vanguard, BlackRock, State Street, T. Rowe Price, Fidelity, Geody Capital und so weiter und so fort. Also die üblichen, die dann eben mal nachgelegt haben oder mal verkauft haben. Insofern hat sich bei der anderen Struktur relativ wenig geändert, aber auch mal interessant zu sehen, dass Jeff Bezos als Einzelperson immer noch der größte Anteilseigner ist hier an Amazon.
Was hat sich in der Zeit sonst so geändert und was war vielleicht der erste große Schritt von Andy Jassy, dass er hier iRobot übernommen hat für ungefähr 1,7 Milliarden Dollar? Und, oder zumindest ist es jetzt geplant, das muss natürlich alles noch kartellrechtlich genehmigt werden, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass das passt. iRobot ist ja sowas wie auch Roborock oder wie sie alle anderen auch heißen, so diese Haushaltsputzroboter, diese Staub- und Wischroboter, die dann ja, so über den Boden hinwegfahren. Ganz praktisch eigentlich. Und iRobot, einer der ersten, die da marktaktiv war, vor allen Dingen in Amerika sehr groß platziert, Europa so ein bisschen eher nischendar sein. Und ähnlich wie natürlich auch Google mit anderen Produkten wie Nest und Co. Hier versucht, den Heimbereich mehr zu erobern, so versucht das ja Amazon auch. Sie haben natürlich auch mit ihrer Alexa schon einiges erreicht, einige Haushalte besetzt. Und wenn sie natürlich auch zu Hause hier mehr vernetzen können und natürlich auch mit den Kartendaten, denn so ein Saugroboter muss ja natürlich auch immer wieder irgendwie zu Hause Kartendaten machen, dann haben sie natürlich noch mehr Möglichkeiten, mit den Daten etwas zu tun, Dinge zu vernetzen, Einkaufsverhalten auch vielleicht zu vernetzen. Schauen wir mal, was da noch so alles entwickelt wird und was da noch so alles kommt. Ob das jetzt so ein entscheidender Zukauf wird für Amazon, das muss man mal noch sehen. Auch der Zukauf zum Beispiel von Whole Foods, mit denen sie ja mehr sozusagen auch ins lokale Geschäft einsteigen wollten als Supermarktkette, so richtig vorangetan hat sich da aus meiner Sicht bisher nichts, was jetzt die Integration angeht. Insofern bin ich mal gespannt, was da wirklich am Schluss passieren wird. Ich glaube, das wird am Schluss nicht allzu viel ändern und dann eher so ein typischer Zukauf sein, der halt einfach dann irgendwie dazu passt, mit dem man mal vielleicht in Zukunft was anfangen kann. Aber durchaus ein interessanter Schritt und auch einer der größeren Zukäufe. Und interessanterweise ja auch, iRobot hat es ja bisher nie so richtig geschafft, trotz dieses ganzen Booms im Haushaltsroboterbereich, das auch im Aktienkurs so widerspiegeln zu lassen. Und jetzt schon interessant, dass man dann eben von Amazon hier übernommen wird. Eine Sache, die sich nicht materialisiert hat, obwohl wir darüber beim letzten Mal auch gesprochen hatten, ist hier die Zerschlagung der Tech-Konzerne. Da gab es damals so im Januar 2021 heiße Debatten, hier auch eben von dieser, dieser Abgeordneten Warren in Amerika, die hier ganz groß sozusagen betitelt hat, man muss Amazon, Google und Facebook zerschlagen. Ja, wenig ist passiert seitdem, ja, anderthalb Jahre, eigentlich gar nichts. Wahrscheinlich irgendwelche Gespräche im Hintergrund, aber irgendwie ist es auch um das ganze Thema ruhig geworden. Das auch mal ein schönes Beispiel dafür, dass nicht immer alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird an der Börse. Ich weiß noch, das waren damals große Debatten und große Diskussionen. Da wurde auch viel in Börsenforen drüber gesprochen, auch viel auf YouTube und Co. Es war natürlich auch ein Thema, was durchaus auch Risiken in sich birgt, auch für die Konzerne. Auf der anderen Seite auch Chancen, weil es wäre durchaus mit Sicherheit interessant, Amazon aufgespalten zu sehen auf das eigentliche Handelsgeschäft und dann eben auch die Amazon Web Services und andere Dinge, die sie noch haben. Aber wir sehen so richtig voran, bewegt sich dann häufig doch nichts und der ganze Ärger und der ganze ganzen Gedanken, die man da reinsteckt, machen dann meistens doch gar nicht so viel Sinn. Insofern kann man sowas immer mal wahrnehmen. Wahrscheinlich kommt das schon noch mal irgendwann wieder hoch. Aber es ist nie so eilig und so dringend, wie es dann doch immer an der Börse erstmal gekocht wird. Insofern da im Moment wenig an der Front, heißt aber nicht, dass das gar nicht passieren kann. Übrigens auch ein anderes Thema, was eigentlich gar nicht so groß dann passiert ist, ist genau halt hier diese grundsätzliche Abspaltung. Das war ja das, was eben die Senatorin auch wollte mit der Aufspaltung eben in Web Services. Es gab aber auch eigene Bestrebungen hier von Amazon, genau das zu tun. Auch da ist bisher wenig passiert. Man hört auch wenig, dass da irgendwie jetzt nochmal eine Aufspaltung passieren soll. Wäre natürlich eine spannende Kiste, aber bisher auch hier an der Front eigentlich alles relativ ruhig. Hätte vielleicht dem Kurs sogar noch mal ein bisschen mehr Zunder verliehen. Selbst der letzte Aktiensplit, der bei Amazon passiert ist, jetzt hier im Juli, auch das hat ja wirklich wenig bewegt. Also insofern da viele Nachrichten, viele Spekulationen, aber wirklich wenig, was jetzt irgendwas nach vorne getrieben hätte am Schluss. Schauen wir mal auf die Entwicklung des Unternehmens seitdem. Und es gab schon mal ein geplantes Update zu Amazon, was ja dann doch nicht in die Abstimmung kam, aber ich habe schon mal ein paar Screenshots gemacht und zwar hier vom 11. Februar 2022. Und interessant ist auch zu sehen, wenn man mal guckt, wie hat sich denn sozusagen der Umsatz entwickelt, jetzt auch gerade in diesem Jahr? Und interessant zu sehen ist, wenn man hier schaut, das sind jetzt hier die Daten vom 31.01.2022. Da haben wir hier einen Umsatz von 470 Milliarden, eine Bruttomarge von 42%, eine operative Marge von 5% und eine Nettomarge von 7%.
Und wenn man mal guckt jetzt in die letzten und aktuellen Zahlen, dann ist es sogar so, dass tatsächlich der Umsatz sich positiv entwickelt hat. Aber, und das ist so ein bisschen das Problematische, warum auch der Aktienkurs so gelitten hat in der ganzen Zeit und nicht vorangekommen ist, Bruttomarge ist runter auf 43%, operative Marge nur noch 3%, Nettomarge sogar nur noch runter auf 2%. Wir sehen das hier auch in der Grafik, wie das durchaus nachgelassen hat. Also wir können im Prinzip sehen, das Unternehmen wächst, das hängt aber auch mit der Inflation zusammen, dass natürlich einfach durch die Inflation Preise höher werden, gerade für Handelsunternehmen bedeutet das höheren Umsatz, aber dadurch auch, dass auch die Kosten gestiegen sind und dass vielleicht eher günstigere Produkte gekauft werden, sehen wir eben, dass die Margen runtergehen und das eben auch deutlich. Und das macht natürlich dann eben vieles auch am Aktienkurs aus und das war natürlich auch das, was den Aktienkurs lange jetzt nur seitwärts getrieben hat und jetzt auch bergab. Prognosen gehen aber eher davon aus, dass es das jetzt war, dass es jetzt eher wieder nach oben geht. Auch die letzten Inflationsdaten, die jetzt rausgekommen sind, sagen ja eher für Amerika sinkende oder zumindest mal keine steigende Inflation mehr voraus. Also wäre auch das eher ein positives Signal. Nicht nur jetzt hier für Amazon, auch Walmart hat ja ähnliche Dinge berichtet. Steigende Umsätze, einfach aufgrund der Inflation, aber leider niedrigere Margen, weil einfach günstigere Produkte gekauft werden. Und dementsprechend wäre das jetzt eben für viele Handelsunternehmen mit einer sinkenden Inflation und dann natürlich auch für Amazon durchaus positiv. Schauen wir mal in die Gewinnentwicklung. Da sehen wir tatsächlich jetzt hier sogar zum letzten Jahr 2021 und jetzt hier auch zum Halbjahr 2022 einen negativen Cashflow. Das haben wir wirklich schon lange, lange nicht mehr gehabt. Wir sehen auch hier ganz deutlich, wie die Gewinne eben runtergegangen sind jetzt hier zum Halbjahr. Ansonsten eigentlich ja immer im sehr positiven Bereich. Die Prognosen sind aber sehr positiv dann eben für die nächsten Jahre. Sollen wir mal gucken, ob das dann auch wirklich so kommt. Wenn man hier bis 2025 geht, ist das natürlich so ein bisschen weit in die Zukunft. Aber ansonsten sehen wir natürlich hier auch diese Sonderkonjunktur, die es zum Teil durch Corona gegeben hat, die jetzt wieder abgebaut wird und durch die Inflation gerade den Gewinn natürlich jetzt nochmal stärker belastet, als das vielleicht so ohnehin der Fall gewesen wäre durch Corona. Das heißt, da kommen einfach ein paar Dinge hier tatsächlich zusammen. Auch bei der Bewertung bzw. bei den Kennzahlen wie dem KGV treibt das natürlich bunte Spitzen. Wir wissen ja von Amazon ohnehin immer, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Einfach auch deswegen, weil Amazon eigentlich nie so den Fokus auf den Gewinn gelegt hat, sondern immer eher auf das Wachstum. Und wenn dann halt mal teilweise Gewinnsprünge drin waren, dann führt das hier teilweise eben zu extremen Schwankungen. Und was wir hier auch sehen können, ist durch den eher gleichbleibenden Kurs. Wir haben hier sinkende Gewinne. Jetzt ist das KGV im Moment auf 215 angesprungen. Davor war es natürlich auch schon erhöht. Wir haben hier auch ein durchschnittliches KGV, was eher so bei 68, 69 ist. Das heißt, wir sehen hier natürlich so ein paar Kapriolen. Dadurch, dass jetzt die Gewinne eher zurückgegangen sind, der Kurs jetzt aber auch eben gleich geblieben ist, beziehungsweise jetzt zuletzt wieder angezogen hat. Und ja, dadurch ist das KGV hier nicht wirklich so aussagekräftig. Selbst das Bereinigte können wir hier kaum nehmen. Wenn, dann muss man sich hier eher am Kursumsatzverhältnis orientieren. Das sind dann so 2,8, was wir hier im Moment haben. Im Schnitt liegt das auch bei 2,7. Das heißt, das ist schon eher etwas, was auch im historischen Mittel ist, über die letzten 10 Jahre zumindest. Und woran wir auch sehen, da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Sondern da ist jetzt auch nicht die wilden Sprünge wie beim Gewinn, was jetzt natürlich durch das Geschäftsmodell von Amazon, aber eben auch durch die Inflation eher stärker beeinflusst ist. Piotrowski-Score zu Amazon ist sehr grün, 7 von 9 Punkten, Verschuldung ist gestiegen, Produktivität ist gesunken. Ansonsten sehen wir jetzt hier eher positive Dinge. Hängt aber auch noch damit zusammen, dass wir hier die Daten aus 2021 sehen. Das ist ja immer sozusagen auf Ganzjahresbasis. Da fehlen sozusagen ein bisschen die aktuelleren Daten, weil wir einfach noch ja, ein bisschen brauchen, bis wir dann auch die 2022er Daten haben. Umso mehr Sinn macht es dann eben auch mal hier in den, Lebermann-Score reinzugucken, der auch aktuelle Daten mit reinnimmt. Da wird bisher weder zum Verkauf noch zum Kauf geraten, sondern eben hier bei Transparent Share eher nur zum Beobachten. Punktabzüge gibt es eben für das aktuelle KGV und das KGV der letzten 5 Jahre. Ansonsten auch die Veränderung der Gewinnschätzung, die negativ waren, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis negativ. Ansonsten eher Dinge, die auch neutral sind, wie die Kursveränderung in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Index und so weiter. Und auch die Reaktion auf die Quartalszahlen waren jetzt eher verhalten und dementsprechend auch hier weder ein positiver noch ein negativer Punkt. Also auch hier eher mal abwarten und beobachten nach dem Lebermann-Score bei Transparent Share. Jetzt gucken wir uns mal die Bewertung im Aktienfinder an, die aktuelle. Und was wir auch hier sehen können, wie immer in schwarz, den aktuellen Aktienkurs hier, die bunten Linien, die fairen Werte auf Basis der historischen Kennzahlen, in grün auf Basis vom KGV, in braun gestrichelt auf Basis des bereinigten Gewinns, grün gestrichelt auf Basis des Umsatzes und hier dann so hellbraun auf Basis des Cashflows.
Wir haben ja schon gesagt, der Umsatz ist so ein bisschen schwierig als Basis zu nehmen. Ja, der Gewinn, nicht der Umsatz. Und dementsprechend werden wir den Gewinn jetzt hier mal ausblenden und schauen uns das Ganze sozusagen nochmal etwas genauer an. Hier mit Kursumsatzverhältnis, mit Kurs-Cashflow-Verhältnis und mit dem bereinigten Gewinn. Und wenn wir uns das anschauen, dann können wir sehen, hier ja diese Seitwärtsphase, wo wir eher auch teilweise eine Überbewertung hatten, gerade zum Kursumsatzverhältnis. Beim bereinigten Gewinn und beim Cashflow waren wir hier aber eigentlich so in einem fairen Bereich, hat dann aber den Kurs nicht davon abgehalten, doch nochmal hier runter zu gehen. Und jetzt sind wir eigentlich hier irgendwo in einem fairen Bereich, sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Gewinn, sind ein bisschen über dem Cashflow, aber man muss auch sagen, Cashflow soll stark ansteigen, das heißt, die Prognosen sind zumindest gut und dann könnte man sagen, naja, in dem halben Jahr haben wir das auch erreicht, da ist man irgendwo in einem fairen Bereich. Also insofern sind wir da für Amazon-Verhältnisse im Moment eher bei der historischen Bewertung auf Basis der Kennzahlen in einem fairen Bereich jetzt im Moment angelangt, wenn man das jetzt hier mal so ansetzt. Und das bedeutet theoretisch ein Potenzial, ich gehe jetzt mal nur vom Kursumsatzverhältnis aus, das ist jetzt hier so der pessimistischste Wert, 64% bis Ende 2025, 16% pro Jahr. Würde sich das eher hier am Gewinn orientieren, wäre das deutlich höher. Aber das wäre jetzt mal so das pessimistische Szenario der Analysten und auf Basis der fairen Bewertung im Aktienfinder. Und das ist doch schon mal ganz aussichtsreich, vor allen Dingen, nachdem hier auch schon mal so der erste Anschub kam. Aber das gucken wir uns jetzt gleich mal im Chart etwas genauer an, ob das jetzt hier wirklich schon ein Einstieg ist oder ob man nochmal abwarten sollte. Und dann gucken wir uns hier nochmal den langfristigen Chart des Unternehmens an. Und interessant ist ja schon zu sehen, wenn man hier mal wirklich so einen ganz langfristigen Trend anlegt, vom Börsengang hier über die Tiefs zur Dotcom-Krise, zu den Tiefs der Finanzkrise, und bis heute eben, wo wir die Tiefs hatten, dann kann man hier wirklich so fast eine gerade Linie anlegen. Und da sind wir jetzt tatsächlich hier aufgedopst, kommen jetzt hier gerade wieder nach oben. Ob es das jetzt wirklich schon war oder nicht, oder ob wir nochmal tiefer kommen, das muss man weiter beobachten. Da ist noch keine finale Entwarnung. Das sehen wir nämlich vor allen Dingen, wenn wir in den näheren Tageschart gucken. Und das machen wir gleich. Jetzt machen wir aber erstmal noch einen Rückblick in die eigentliche Analyse, die ich hier im Januar 2021 gemacht habe. Denn was wir uns damals angeschaut hatten, da waren wir hier, wie gesagt, Januar 2021. Der Hochpunkt hier war nach Corona im September 2020. Das war der damalige Hochpunkt, den wir hier angesetzt haben. Und da haben wir damals gesagt, naja, es ist nicht ungewöhnlich für Amazon, dass sie hier in einer Seitwärtsphase sind. Wenn man einfach nur mal bis hier runter gehen würde, wäre das eine Range, in der es jetzt schwanken kann von 19%. Wäre aber auch nicht ungewöhnlich, wenn man hier von diesem Hochpunkt bis hier runter mal so um 30% nachgeben. Im schlimmsten Fall, aber das ist eher dann unrealistisch, dass wir hier eben bis zum Corona-Tief nochmal runterkommen. Das wären aber 54%. Und was ist jetzt tatsächlich passiert? Gucken wir uns das doch mal an. Und wenn wir jetzt hier in die tägliche Darstellung reingucken, aktueller Stand, dann haben wir hier tatsächlich den September 2020. Und dann ging es hier eine ganze Weile seitwärts, ging sogar nochmal nach oben, ist dann aber doch hier unten rausgefallen. Und dann haben wir hier von diesem Punkt, den wir uns gerade angeguckt hatten, September 2020 bis zum Tiefpunkt der aktuellen Korrektur, ungefähr 43% gemacht. Das heißt, wir sind hier unter den Punkt von 30% gekommen, nicht ganz runter bis zu Corona, sind aber tatsächlich sogar nochmal über die Vor-Corona-Tiefs unten drunter gefallen. Also ungefähr 43%. Dadurch, dass wir hier sogar zwischenzeitlich nochmal höher waren, waren es am Schluss doch so um die 50%, die die Aktie in der Spitze verloren hat. Und das ist natürlich auch schon mal für eine Amazon und für so einen Milliardenkonzern eine sehr ordentliche Hausnummer. Und das wird natürlich auch den Jeff Bezos etwas wehgetan haben als größter Aktionär. Aber dem geht es natürlich trotzdem nicht schlecht. Und jetzt sehen wir, dass es dann natürlich durchaus so nach 50% von der Spitze, 43% von dem Punkt, den wir uns hier angeguckt haben, für ein grundsätzlich solides wachsendes Unternehmen eine Korrektur ist, die groß genug sein könnte. Und dementsprechend haben wir jetzt hier auch nach den letzten Zahlen, nach den letzten positiven Entwicklungen, gerade auch eben, dass die Notenbank in Amerika jetzt doch nicht mehr ganz so aggressiv plant, mit der Zinserhöhung vorzugehen. Zuletzt auch eben freundliche Daten aus dem Inflationsbereich, hier durchaus wieder Kurssprünge gesehen. Aber was wir auch sehen können ist, wenn wir uns jetzt hier mal diese Seitwärtsrange angucken, aus der wir hier rausgefallen sind, dass wir ja hier im Moment auch wirklich hier unten drunter immer noch in einem Bereich sind, wo wir nach wie vor in diesem Seitwärtsbereich drin sind. Das heißt, aus dieser großen Seitwärtsphase, die wir mal ursprünglich hatten, aus der wir hier so stufenweise rausgefallen sind, hier hatten wir so das erste Signal, hier hatten wir dann so das nächste Signal mit dem Runterfallen, dass wir jetzt hier gerade erstmal nur wieder hineinlaufen und jetzt noch nicht wirklich eine Entwarnung haben, also noch nicht wirklich irgendwie auf neue Hochs kommen oder sonstiges, sondern im Moment einfach mal nur in diese Seitwärtsphase zurücklaufen. Positiv ist auf jeden Fall, das hier scheint schon so eine Bodenbildung zu sein.
Es kann am Schluss einfach nur ein tieferes Tief sein und das jetzt hier auch ein tieferes Hoch. Also wir haben hier ein Hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch, könnte passieren. Und dann wäre das weiterhin eine Abwärtsbewegung. Dementsprechend, wenn wir uns das mal so anschauen, sehen wir haben hier nach wie vor auch eine Abwärtsbewegung, die bisher nicht überschritten worden ist. Bisher haben wir also sozusagen nur eine Bärenmarktrallye, die aber eben schon mal sehr positiv und sehr aussichtsreich ist. Aber so richtig in Warnung kann man natürlich theoretisch erst geben auf neuen Hochs. Aber ansonsten müsste es schon mal diesen Abwärtstrend zumindest mal überwunden haben, dass man sagen kann, okay, das schaut sehr gut aus. Auch weil wir hier noch auf diesen Niveaus, wo die vorherigen Tiefs sind, wo wir hier auch schon mal so die ersten Unterschreitungen hatten. Hier haben wir im Moment so einen Widerstand, an dem der Kurs auch jetzt schon ein paar Tage abgeprallt ist, auch letzte Woche schon abgeprallt ist. Und das wäre schon mal so der erste Schritt, dass wir diesen Widerstand überwinden, dann, dass wir diesen Abwärtstrend überwinden und dann schaut es auch weiterhin positiv aus für die Aktie. Auch das ist natürlich keine Garantie, aber dann erhöht sich immer weiter die Wahrscheinlichkeit, dass hier tatsächlich der Boden drin ist und dass wir jetzt hier den nächsten Anstieg vor uns sehen. Vorausgesetzt, es passiert natürlich weltwirtschaftlich nichts Schlimmeres. Gibt ja durchaus einige Dinge, die da immer im Raum schweben. Aber irgendwas kann natürlich immer passieren. Und man kann sich ja nicht immer in der Höhle verkriechen. Insofern, das schaut schon ganz gut aus. Aber es muss jetzt natürlich auch diese Widerstände und Abwärtstrends überwinden. Persönlich bin ich übrigens nicht mehr in Amazon investiert. Ich hatte ja damals in dem Video im Januar 2021 gesagt, ich bin in Amazon investiert. Ich habe ungefähr am Hochpunkt tatsächlich knapp unter dem Hochpunkt dann verkauft gehabt. Hing zum einen mit der Situation zusammen, mit der gesamtmarktwirtschaftlichen Situation und mit meinem Risikomanagement. Auf der anderen Seite habe ich jetzt aber auch nicht wieder nachgekauft. Und das hängt tatsächlich damit zusammen, dass ich für mich auch beschlossen habe, dass Amazon jetzt nicht mehr in meinem langfristigen Depot ist. Einfach weil ich andere Aktien habe, in die ich da lieber investieren möchte. War tatsächlich eine knappe Kiste, um es mal so auszusprechen. Amazon ist schon ein attraktives Unternehmen. Ich versuche ein relativ konzentriertes, diversifiziertes, aber doch konzentriertes Portfolio zu halten und eine gewisse Aktienanzahl nicht zu überschreiten. Und dann muss man sich manchmal entscheiden und das war jetzt eine der Entscheidungen, die mir ein bisschen schwerer gefallen ist, aber ich habe dann doch Unternehmen, an denen ich lieber investiert bin oder die ich lieber eben aufstocken möchte und die ich lieber investiert haben möchte in meinem Depot. Und dann ist jetzt eher eben Amazon rausgefallen. Heißt aber nicht, dass ich das nicht auf irgendeine andere Weise, wie zum Beispiel mit Optionen oder sonstigem, begleite. Im Moment mache ich das aber tatsächlich nicht, zumindest zum Zeitpunkt des Videos. Aber als kleiner Disclaimer, das kann sich natürlich jeden Tag, jede Minute ändern. Aber jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, habe ich nichts in Amazon investiert und hätte natürlich dann damit auch nichts davon, wenn ihr jetzt hier rein investiert oder nicht. Aber wie gesagt, die Ausgangssituation ist attraktiv. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich da demnächst vielleicht etwas mache. Vielleicht nicht mehr im langfristigen Depot, aber eben vielleicht in meinen etwas kurz- oder mittelfristigeren Strategien, entsprechend meiner Depotstrategie, die ich ja mal hier in dem Video vorgestellt habe. Und wenn du wissen willst, wie könnte denn deine Strategie genau ausschauen? Oder welche ist denn die sinnvolle Strategie für dich an der Börse, um langfristig erfolgreich zu sein? Dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch bei mir. Dann können wir uns deine Situation anschauen und genauer bewerten, was sinnvoll für dich ist in deiner jetzigen Situation und mit deinen Zielen. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir was gebracht. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis dahin, viel Erfolg an der Börse. Ciao.